Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zu einer Partie Gute Nacht Schach mit dem Lippo. So, Level Nummer 2 wieder. Man soll es ja nicht übertreiben. Ich muss ein bisschen das. Die Öffnung will ich ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Einmal macht er sowieso E5, dann brauche ich es ja gar nicht. Ich springe F3, ich spiele bloß kein Russisch. Ich möchte nämlich etwas Neues kreieren. Ich spiele das Lippo Gambit B4. Ich werde aber nicht mit C3 oder sowas kommen, Läufer C4. Ich werde es also nicht versuchen, in das Evans Gambit zu transformieren, das Ganze. Man sieht schon, er hat No Capito. Was ist denn los hier? Was ist das für ein Affe vom Lack hier, der schon wieder sowas spielt? Was soll das sein? Ist es Theorie? Schmeißt dein Öffnungsbuch. Das Öffnungsbuch wird vom MM1 instant gelöscht. Es hat sowieso keinen Sinn. Ist ja eh nichts drin im dritten Zug Autobook. Was ist denn los hier? Wieso habe ich keine 570 Milliarden Öffnungsposition? Ich frage mich, wie viele Eröffnungspositionen man drin haben müsste in dem Rechner, um quasi die ersten 20 Züge alles aus dem Buch zu spielen. Quasi keine Datenbank für die ganze, für alles, sondern nur die ersten 20 Züge und dass man quasi mit den ersten 20 Zügen immer auf Gewinn steht. So nach dem Motto. Vielleicht so 500 Milliarden Öffnungspositionen oder sowas. Ich übertreibe jetzt mal absichtlich. Und dann würde er quasi immer besser stehen. Nach 20 Zügen würde er schon auf Gewinn stehen. Jetzt, ich könnte jetzt auf B4 nehmen und dann auf E5 nehmen. Ich könnte Läufer B5 ziehen, dann auf E4, dann nehme ich auf E5. Dann spielt er Dame nach D5, dann nehme ich auf C6. Irgendwie, ich weiß auch nicht, warum gefällt mir das Ganze, dieser MM1 mit seinem Doppeldisplay. Manche Sonnen sind ein Doppelsternsystem, das ist ein Doppeldisplay-System. Und der Planet ist quasi das Modul. Ja, wie gut, dass er nicht lange rechnet, dass das alles so schnell geht. Ich habe mir heute ist dieser Bohrer angekommen hierfür, für die Magnete. Ich habe 12 mm genommen, ich wollte jetzt auch nicht zu knapp machen. Und zu weit wollte ich es auch nicht machen, deswegen 12 mm, die Magnete sind 10 mm. Jetzt muss ich nur noch einen Weg finden, da einen Griff dran zu machen. Oder ich hole mir irgendwann so einen Akkubohrer, dass ich das halt, so eine Akkuschraube, dass ich das tatsächlich mal mache. Ich drücke mich da mal drum. Dass ich dann in die Figuren die Löcher für die Magnete reingebaut bekomme. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal den hier. Das Problem ist auch so ein bisschen, sehe ich gerade mal so, ich kann das Springer E5 schlägt schlecht machen, wegen Dame E7 oder Dame D6, dann greift er mir beide Springer an. Deswegen Dame E2 nimmt auf F3, dann nehme ich auf E5, ich spiele Dame E7. Springer E5 schlägt, Dame D6. Dame H5, G6. Springer G6 und dann kommt Dame G6, Dame E5 Schach. Springer E5, Dame D6, Dame H5. Was, wenn er einfach den Gaul nimmt? Dame schlägt F7, auf was, was? Ich will doch kreativ spielen. Springer E7. Das ist jetzt wirklich eine Überraschung, muss ich ehrlich sagen. Dann mache ich erstmal hier. Ich hätte auch Springer C4 machen können, sehe ich gerade. Ich kann die also doch beide decken. Ich rochiere erstmal. Ich kann das Springer C4 ziehen. Also Springer EC4. Weil sonst kommt der F6 auf Springer A3 C4. Und der Springer kann aber nicht weg, weil er an dem dran hängt. Ich habe einen Bauern mehr. Ich habe immer noch einen Bauern. Es ist ja auch ein Gambit. One of the best Gambits of the world. The Lippo Gambit. Er hat auch ein bisschen hier die Position jetzt zerhackt. Also Doppelbauer C-Linie zum Beispiel. Hat auch eine Bauernmajorität. Ja. 4 gegen 3 Bauern am Künstflügel. Wenn ich mal den D-Bauern bewege und er nimmt nicht en passant. Zum Beispiel.
So. Und jetzt mal F3. Bauer nimmt, Dame nimmt. Ich mach mal F3. Danach, wenn er nimmt, Dame nimmt, dann F3, D3 ziehen, den Springer nochmal mit D3 decken. Ist natürlich Blumperquatsch, was ich gespielt habe, ist mir vollkommen klar. Also das wird jetzt ganz bestimmt nicht das nächste Gambit werden. Das wäre wohl, wenn es irgendwie machbar wäre, dann wäre das eher so wieder Geier. Sowas in der Art. Lippo Bücker, der Nachfolger von Stefan Bücker, präsentiert seine Öffnung mit dem Wunsch, dass es irgendwann das Lippo Gambit ist. Ist das hier das nachher polnische Gambit? Kommen Sie nicht aus Polen? Nein! Ich bin schon wieder dicker geworden. Ich wollte das Hemd anziehen, hat zwar gepasst, aber irgendwie habe ich mir... Ich habe natürlich hier... ja. Wahnsinnsansprüche. Vielleicht müsste ich irgendwie, keine Ahnung. Hier haben sie den Special Job hier. Den ganzen Tag Steine schleppen. Lippo super schlank. Meine Güte, dass er nicht lange rechnet. Was würde ich nur machen, wenn er schnell spielen würde? Dann wird der Lippo doch die Krise kriegen, in Tränen ausbrechen. Was, wenn ich jetzt den einfach nehme? Dann nimmt er Läufer. Dann spiele ich D3. Frage ist, warum nicht? Da mir nichts anderes einfällt auf die Schnelle, ich zu faul bin zu denken. Nach drei Milchgetränken aus drei Pullen, in Plastikpullen, von dem, der auch das Mehl macht, bin ich ein bisschen vollgefressen oder vollgetrunken oder was weiß ich. Gefüllt im Magen. Aber auch nicht so gefüllt, dass ich jetzt die Dame G4 auspacke. Obwohl, das würde ja sogar gehen, weil mit dem Schach nehme ich die Dame. Ich mache erstmal D3. Mir ist heute erstmal aufgefallen beim Angucken der Partie. Ich hatte mich ja letztens gefragt, wie ich denn die Figur gewonnen habe. Ich muss ehrlich sagen, das war schon wieder so stupid, dieser Figurengewinn, dass mir das deswegen wohl nicht aufgefallen ist. Der Computer spielt einfach einen Springerschach. Ich nehme den einfach raus, den Springer. Und dann Dame E8 Schach und König A7, Dame E4 Schach war es, glaube ich, Dame G6 Schach. Da hat einfach die Figur für Nüsse gegeben. Einfach gehofft, er hatte eine Schachschaukel, eine Dauerschachschaukel. Das Problem, das war der Springer, den er verloren hat. Deswegen war mir das gar nicht aufgefallen, weil er so, schon wieder so, so dumb und stupid eingestellt wurde, diese Figur, dass ich da deswegen gar nicht drauf geachtet hatte. Ich würde ja gerne mit dem Turm verdoppeln, also Turm F4 ziehen, mit Tempo. Dame H5, dann hätte ich aber keinen Turm F4. Dame D2, wenn er nimmt mich mit dem Springer wieder und ich möchte jetzt auch nicht hier, ich kann Turm F4 sowieso vergotten. Das ist ein Knieschuss ins eigene Knie. Sobald ich Turm F4 ziehe, dann muss ich schon damit C1 machen. Turm F4, mit welchem Sinn eigentlich, den Turm auf die H-Linie zu kriegen und irgendwie Turm H7 und anyway? Nein, das könnte ich ziehe erstmal den Turm beiseite, weil, sagen wir mal ehrlich, wenn einem solche fantastischen Ideen schon kommen, dann sollte man erstmal alles dafür machen, dass man diese fantastischen Ideen nicht in die Tat umsetzen kann. Also wenn da die ultra fantastische Idee schon ist, Turm F4 zu ziehen, und dann einfach den Turm anzutorfen in der Ecke. Wahrscheinlich wird es dann sogar matt, weil ich kenne, die können sie allseits, wie beim American Football, können sie alle dazwischen schmeißen, erfolglos. Erst der Springer, dann die Dame, dann der Turm. Und das war's dann. Finito della Musica. Aufgeben zwecks Holzmangel ist nicht notwendig, es ist ja eh schon matt. Während er wieder rumrechnet, wie wild. Da Turm B1 schlägt, da Turm B1 schlägt. So, wieder nehmen. Ich kann natürlich nicht mit dem Springer nehmen, weil sonst hier Schuss, Schuss Springer, weil Bauer gefesselt und dann Schuss Dame. Ich wollte doch abnehmen, ich wollte doch schlank werden wie ein Weltmeister. Mit den Bauchmuskeln hier. Stattdessen schon wieder was dazu genommen. Heute Nachmittag erstmal die nächste für den Mineralwasseraufbereiter, die nächste Pulle dafür geholt, die nächste Kohlensäureflasche. Was kann ich denn hier machen?
Also H3, Springer G3 Schach, König H2. Würde auch Dame G4 verhindern. Und außerdem ist es nie schlecht, sich für den König ein paar Luftlöcher zu machen. Ich darf natürlich mit kleiner Figur auf F1 oder E2 auch doch nicht das machen. Weil dann ist sofort Fokus, Figur und König. Und dann ist hier Ende im Gelände. Außerdem mache ich damit die Grundreihe noch ein bisschen offen. Das heißt, wenn irgendwann das Darmschach auf A1 kommt, Turm ist weg von der Grundreihe, dann ziehe ich nach A2 und bin ich gleich mattiert. Dame G4 ist auch verhindert. Springer H4. Da kann ich Springer E3 ziehen und deckt das hier ab und greift den Läufer an. Das muss ich, glaube ich, sogar machen. Das ist leider alternativlos. Okay. Und dann zieht der andere Springer nach C4. Ich möchte jetzt allerdings nicht, mein Plan ist eher C4 zu ziehen. Also den Läufer zu nehmen, ihn den Bauern zu reparieren, das ist nicht der Sinn der Sache. Dame A4, Springer AC4. Er kann wieder kein C4 machen. Vielleicht Dame B4 sogar. Dame A4, Dame B4, Dame Turm. Da muss erstmal irgendwie reagiert werden, gedeckt oder er nimmt den Bauern weg. Gieriger Sack. Ja, ich muss irgendwie aktiv werden. Sonst gefällt mir das ja gar nicht. Ich muss jetzt irgendwie was machen hier. Leider war der Turm angegriffen, sollte ich versuchen mit C4 vorzugehen. Turm E8, jetzt ist der Springer angegriffen. Der muss jetzt irgendwas machen. Ach man, ich habe gar nicht die Zeit für C4. Ist aber blöd. Wenn ich den Springer wegziehe, kommt sowieso... Läufer D5. Vielleicht wieder dem auf C4. Das ist eigentlich im Prinzip, es ist gar nicht, kein so schlechter Schachcomputer. Das Problem ist nur, er schafft es nicht selten, sich durch ganz merkwürdige Entscheidungen selber zu zerlegen. In einer Partie ist er quasi zweizügig matt gegangen auf der Grundreihe. Hier Springer F6 in der letzten Partie. Einfach rausgenommen. Für nichts gegeben. Als würde er an der Stelle jetzt mit Schwarzer Springer F3 ziehen. Sowas in der Art war das. So, das Schach auf E5 hat er nicht. So. Dame F4. Springer G6. Dame nach irgendwie ist da doch ein, wenn ich das die weiße Diagonale hätte, dann wäre vielleicht Springer G6, Dame Turmschach, König F7, Dame Schach, Springer G6. Mal ein bisschen meine Gedankengänge zu zeigen. Dame F4, Turm E1, Dame H4, Turmschach, König G3, dann kommt das Damenschach auf E1, dann kommt König nach G4, F5 Schach, König G6, G6 Schach. Das Problem ist, dass die Dame hängt hier. Also Dame F4, dann macht der Turm E1, um das Schach zu drohen. Wenn ich den dann nehmen würde, da käme das Turmschach, der König müsste nach G3, da käme das Damenschach mit dem Diagonalschach und ich muss halt den Springer gedeckt halten. Deswegen muss ich dann nach G4, F5 Schach, wenn ich den nehme, den könnte ich auch mit der Dame dann nehmen, obwohl er ist ja durch den Springer, ja den, ja. Okay. Ich kann ihn ja mit der Dame nehmen, dann auf F5. Der Springer lebt dann ja nicht mehr. Obwohl von der Dame von H4. Ach egal, jetzt zieht sowieso Springer G6. Dann ziehe ich mal dort dran. Ja, droht Turmschach. Wenn der Turm dazwischen zieht, das Damenschach. Der Turm ist ja gepinnt. Er kann natürlich auch ganz einfach dann mit dem König auf F7 ziehen. Ist natürlich auch klar. Dame E5 Schach funktioniert nicht. Ach man, was ich hier so rum überlegen muss, um Schachcomputer aus der Steinzeit umzuhauen. Turmschach, König F7. Dame Schach.
König F7, Turm C7 schlägt. Ich gebe mal das Damenschach. So, dann muss König F7 kommen. Ein Damenschach sehe ich momentan nicht. E5 habe ich ja. Ja, jetzt muss ich mal hier. Was ist eigentlich, wenn ich Turm B8 ziehe? Sehe ich gerade so. Turm F7. Und dann, also Turm B8, Turm F7, deckt sich das so gerade eben noch. Und dann kann ich da nichts machen, deswegen nehme ich den. Ist natürlich die abgespeckte Version des Glasgow. Das muss man ganz klar sagen, es ist die 8-Bit-Glasgow-Version. Deswegen kann man da jetzt nicht so wahnsinnig viel verlangen, aber nachher lose ich hier total ab hier. Dann habe ich ja das Maul zu weit aufgerissen. Dame F4 Schach. Das kommt nicht. Ich habe nämlich Springer D6 vor. Mit Dame F7 Schach drin. Dann kommt aber Dame F4 Schach. Und da kann er nach Belieben Dauerschach machen. Die Frage ist aber, warum sollte ich das nicht wollen? Ich stehe überhaupt nicht besser. Warum sollte ich nicht mit dem Remis zufrieden sein? Springer D6. Dame F4 Schach. König H1. Dame C1 Schach, also die C1 F4 Dauerschachschaukel. Und ja, man muss das realistisch sehen. Und wenn das Damenschach, kann ja F, das Problem ist, er kann F7 nicht decken. Und mein Problem ist, ich kann G3, Dame F2 Schach, dann hat er eine noch einfachere Schaukel, F2 F1. Also das wird wohl eher Remis sein. Es sei denn, er will eben mit wahnwitzigen Sachen, die jetzt auf Gewinn spielen. Ich tippe mal, das wird jetzt unentschieden. Dame F7 Schach ist gar nicht zu verteidigen, selbst mit G6. Da kommt das Damenschach und dann fällt der Springer. Und dann wird er doch Dauerschach geben. Ach man. Aber das Schöne an diesem Gerät ist, man kann selber dagegen spielen. Das ist das Schöne. Das ist hier. Was bringt mir das, wenn ich mir jetzt einen Lyon, 8, Lyon 32-Bit hole? Und dann. Man hat natürlich mehr Einstellmöglichkeiten, aber dann müsste ich auch irgendwie. Also auf normale Spielstufen wäre es schwierig dagegen zu spielen. Man würde sich dann. Das ist dieses Verbiegen gegen die Schachcomputer. Dann spielen die eigentlich stärker. Wenn man aber die Schwäche nutzt, die die haben, dann kann man dagegen gewinnen. Weil theoretisch kann er doch H6. Obwohl ich nehme den Springer und decke mir den Springer auf D6. Deswegen geht das nicht. Also mit, keine Ahnung, H6. Dame Schach, König über H7. Dame Schlägt Springer. Und das Damenschach, der Springer ist ja gedeckt. Da müsste er sowieso einen Dauerschach geben. Darauf wird es wohl nicht hinauslaufen. So. Schach again. Und er hat natürlich all diese Minimalvoraussetzungen. Er hat ein schönes Holzbrett. Mit Magnetsensoren. Er hat ein Display. Also normalerweise natürlich nur eins. Eine wunderbare, einfach logisch zu bedienende Funktionstasten hat er. Also Info A1 ist Bewertung, Info B2 sind die Zeiten, Info C3 ist bei welchem Zug man ist und so weiter. Rechentiefe. Und wenn man das so blind so runterbeten kann, dann ist das oder Memory und nimmt man einfach die Züge zurück. Position Enter Enter ist Position aufbauen. Dann baut man nacheinander, indem man die Figur nur also erst den König anhebt. Man baut erst die Position auf, die man haben will. Dann Position Enter Enter. Und dann geht's los mit ich hebe den König an, Königsposition, ich komme sofort die Dame, gibt ja nur einen König. Dann nimmt man die Dame, wenn man da fertig ist, Enter, dann nimmt man die Türme, dann Enter, dann glaube ich erst Läufer, dann Springer und dann Bauer. Da kommen die schwarzen Figuren, so baut man die ganze Position auf. Das ist das Schöne daran. Also ich würde ehrlich gesagt, dass wie das hier so steht, natürlich normalerweise mit einem Leereinschub, das habe ich jetzt nur gemacht, weil ich keinen Karton mehr hatte. Ich überlege gerade, ob ich den. Vom Mobil hätte ich glaube ich auch nicht nehmen können dafür, den Karton. Ich hatte keinen. Ich will die nicht lose rumfliegen haben. Deswegen habe ich die reingemacht. So haben die jetzt einen festen Platz und das ist übrigens jetzt unentschieden. Remis durch dreimalige Zugwiederholung. B2 die Zeit. 9 Minuten. 9 beide 9 Minuten, kann das sein? So, egal. Und dann hier
Info C3. 33 Züge. Ich würde mir den sogar eher holen, wenn ich dem auf eBay sehen würde. Den würde ich mir eher holen, obwohl er wahrscheinlich teurer als der Genius Pro. Sowas würde ich eher anstreben als den Genius Pro. Da kannst du schön gegen spielen. Das ist das Schöne. Man spielt eine ganz normale Partie dagegen. Man sieht es ja, der spielt stark genug, um gegen mich unentschieden zu spielen. Und dann passt das schon. Was habe ich davon, wenn ich jetzt hier meinetwegen einen wahnsinnig hochgestochenen Schachcomputer habe, um quasi ja, der König unter den Schachcomputerbesitzern zu sein, und selber habe ich dagegen gar keine Chance. Aber sei es, wie es sei, obwohl gegen so einen Lyon oder Almeria oder Portero 16-Bit hätte ich nichts einzuwenden, muss ich ehrlich sagen. Würde mir schon die 16-Bit-Variante reichen, um einen Richard Leng mit Punktmatrix zu haben. Was ich dann wieder ein bisschen schade finde, aber das ist wahrscheinlich wegen den Spannungen, ein MM5, eine Polga mit Punktmatrix kannst du ja in jedes Brett reinsetzen, aber an den einem Lyon oder Vancouver oder was, ein 32-Bit vermutlich nicht. Mich wundert das nur, also auf meiner Logik her müsste man doch die 16-Bit-Varianten in alle Bretter reinsetzen können. Weil liegt es wirklich an den 2 MHz, die mehr haben? Ob ich jetzt den Roma 2 nehme mit 10 MHz und hier reinsetze? Oder ich nehme den Almeria 16-Bit mit 12 MHz und setze den hier rein. Also ich sehe da keinen großen Unterschied. Aber ich glaube, es hat einmal einer geschrieben, dem Display-Modul wäre das richtig schwach gewesen, diese Anzeige. Und mit dem wäre das dann besser. Das haben die wahrscheinlich nur gemacht, weil es wirklich Bretter gibt, bei denen es nicht funktioniert. Und nicht, dass diese Bretter dann defekt gehen und dass man dann hier Reklamationen hat. Alles der Sicherheit wegen. Und ich verabschiede mich, bedanke mich und unentschieden, wie ich auf beiden Displays sehen kann. Irgendwie ist das hier. Irgendwie habe ich das Gefühl, das könnte wirklich an den Lichtverhältnissen liegen. So, tschüss, bis zum nächsten Mal.